Guten Abend, Brandenburg, und ganz herzlich willkommen an dem Tag, an dem alle Fußballfans die Daumen fest für die deutsche Nationalmannschaft drücken. Und wir schalten zu Beginn gleich mal direkt nach Wiesenburg in die Nähe von Bad Belzig zur Europarty von Antenne Brandenburg. Es ist ja noch ein bisschen hin bis zum Anpfiff, aber die Fans dort, die machen sich schon warm, wie wir im Moment hören. Daniel Gesche, wie sieht's bei Ihnen aus? Ja, sehr gut, wie man hören kann. So begrüßt das Jugendblasorchester Wiesenburg die Zuschauer von Antenne Brandenburg. Einer geht noch rein, haben wir zum Beispiel schon gehört. Also einer sollte heute mindestens sein gegen die Dänen hier hinter der Grundschule in Wiesenburg, wie in einem kleinen Amphitheater gelegen. Ein richtig kleines Fußballstadion, wo sich alle zusammengefunden haben. Und die Vorbereitungen, die sind schon lange getroffen. Der Grill beispielsweise ist aufgebaut. Hier sehen wir schon die Getränke. Hier wird das Fleisch gebracht. Gleich wird angefächert, damit nachher die Würste und das Fleisch so richtig lecker schmecken. Und die Salate frisch zubereitet. Also für den Hunger und für den guten Appetit ist gesorgt. Das ist der Fernseher von Das Erste und Antenne Brandenburg. Der Gewinn für das Jugendblasorchester hier in Wiesenburg. Markus Götze, nicht verwandt oder verschwägert mit Mario Götze, dem Nationalspieler. Sonst gucken 6, 7 Leute hier in Wiesenburg. Heute sind es mindestens 10-mal so viel. Was ist das für ein Gefühl? Man kann ja die Stimmung im Hintergrund schon so ein bisschen erhören, ja. Einfach super Stimmung hier, und wir werden sicherlich unsere Mannschaft voll unterstützen und hier eine ordentliche Party feiern. Und natürlich nach vorne blasen und 2:1, glaube ich. 2:0 ist der Tipp. Mein Tipp ist 2:0. 2:0. Wir melden uns natürlich nachher nochmal wieder. Die Laola schwappt zu Ihnen rüber. Dirk Platt ins Studio zu Brandenburg aktuell. Ja, vielen Dank, Daniel. Ja, wie Sie gerade eben sagen, wir kommen später nochmal nach Wiesenburg. Und wir sind in ein paar Minuten auch auf der Fanmeile in Berlin.